Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich derzeit über Kinder und Syrien nachdenke, dann habe ich die schrecklichen Berichterstattungen aus Ostghuta und Afrin vor Augen. Das Leiden von unzähligen Kindern, die toten Kinder, die Verzweiflung der Familien, die noch in diesem Inferno zu überleben versuchen. Krankenhäuser zerstört, keine Medikamente, Hunger, wieder ein möglicher Gifteinsatz. Und ich bin zornig über die eigene Ohnmacht angesichts dieser Bilder, zornig auf eine UN, wo die brutale machtpolitische Blockade humanitäre Hilfen wirkliche Feuerpausen verhindert. Und zur Wahrheit gehört auch, dass deutsche Waffenlieferungen in dieser Konfliktregion zum Einsatz kommen. Und angesichts dieser katastrophalen Lage in der Region bringe ich es wirklich nicht zusammen und appelliere an alle Verantwortlichen, auch in den Parteien, die jetzt über die GroKo verhandelt haben und zu einer Regierungsbildung kommen, über die Frage des Familiennachzugs noch einmal nachzudenken. Und wenn der Ministerpräsident das christliche Menschenbild in der CDU wieder profilieren will, dann hat das auch was mit dieser Frage Familiennachzug für mich zu tun. Und das sind meine Gedanken, die mich bewegen angesichts dieser katastrophalen Situation in Syrien und in der Region. Und dann dieser von Zynismus geprägte Antrag. Und Herr Seifen, Ihre Rede mit nationalistisch verquerem Denken, die war von der gleichen Qualität. Und erzählen Sie uns bitte nicht, wir haben Sie nur wieder missverstanden. Das ist die Masche der AfD. Die Kolleginnen und Kollegen haben hier sehr deutlich gemacht, welche Falschaussagen, welche Lügen in diesem Antrag zusammengetragen worden sind. Ein ehemaliger Gymnasialleiter wird doch wohl gut arbeiten in der Vorbereitung. Da unterlaufen nicht solche Fehler und Falschaussagen. Das ist bewusst gesetzt. Kinder, die bei uns sind, brauchen eins: eine emotionale und soziale Stabilisierung. Und da hilft vor allem das, in Ruhe zur Schule gehen zu können, in Normalität, das gemeinsame Lernen mit anderen Kindern, das Erleben, dass Kinder unterschiedlicher Herkunft, Nationalität und Religion friedlich miteinander leben und lernen können. Und das ist das Wesentliche, was wir den Menschen auch mitgeben können, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren. Und in der Tat, viele Menschen aus Syrien tragen diesen Wunsch durchaus im Herzen, aber gleichzeitig wissen sie, und wenn wir alle ehrlich sind, genauso wir, dass diese Perspektive sich auf lange Zeit nicht ergeben wird. Und deshalb suchen diese Menschen für sich, für ihre Familien, besonders für ihre Kinder eine Zukunft. Und die kann auch hier liegen. Der Bildungsauftrag unserer Schulen, sie zu befähigen, sie mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten, die notwendig sind, um Zukunft zu gestalten, gilt für alle Kinder. Sie auch im Geist der Mitmenschlichkeit, im freiheitlichen, friedlichen, demokratischen Umgang zu erziehen, gehört zum Bildungsauftrag für alle Kinder. Und diesen Bildungsauftrag, den schränken wir für niemanden ein. Und so sagt es auch unser Schulgesetz. Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. Und warum wir Kinder beschränken sollen auf die Bedingungen, die ein armes Land unter enormen Anstrengungen, Frau Müller-Rech hat das ausgeführt, nur mit internationaler Hilfe, wir bezahlen nämlich die syrischen Lehrkräfte, weil sie keine Anerkennung haben in Jordanien und keine Arbeitserlaubnis, das ist genauso. Und weil dieses Land das nur sehr eingeschränkt gestemmt bekommt, dass wir die Kinder dann auf solche Situationen reduzieren sollen, das ist nicht nachzuvollziehen. Ich glaube, wir brauchen noch viel Empathie lernen, nicht nur in der Schule, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Und dann muss ich den Sachverständigenrat der Deutschen Stiftung für Integration und Migration noch vor Ihnen retten, Herr Seifen, denn ausgerechnet heute ist der Hinweis auf eine neue Studie herausgekommen. Und die zentralen Ergebnisse lauten wie folgt, damit wir da auch mal Fake News vermeiden. Ja, es ist eine Herausforderung,
dass junge Geflüchtete zu uns in die Schulen kommen. Und auch da hat der Kollege schon darauf hingewiesen, diese Schulen brauchen Unterstützung auf allen Ebenen, in der Schulentwicklung, in der Lehrerfortbildung, in der Ausstattung. Aber das Fazit und das Ziel, was die Studie benennt, ist sehr klar. Das Ziel muss sein, und ich zitiere, weitere Segregation zu vermeiden, damit die Schule für die oft hochmotivierten geflüchteten Kinder und Jugendlichen nicht zur Sackgasse wird. Durch ein auf kulturelle sowie soziale Vielfalt konsequent eingestelltes Schulsystem ließen sich zudem auch die Bildungschancen einheimischer Schülerinnen und Schüler verbessern. Das ist heute in der Pressemitteilung gestanden, das deutlich zu sagen. Und zum Schluss möchte ich hier auch noch mal ganz offiziell meiner Freude Ausdruck verleihen und Herrn Stamp noch mal gratulieren. Ich habe das heute schon persönlich gemacht, dass es gelungen ist, Professor Elmar Falani für die Arbeit im Ministerium zu gewinnen. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Ich sage Dankeschön für das Bemühen und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Aber diesem Antrag wird niemand folgen, weder jetzt noch in den Beratungen im Ausschuss.